Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie die Säume von Resonanzkästen wieder neu verleimen können. Manchmal fangen Instrumente oder auch nur einzelne Töne an zu summen oder zu rasseln. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine oder mehrere Wände nicht mehr dicht verleimt sind. Wenn Instrumente Temperatur- oder Klimaschwankungen ausgesetzt sind, kann das passieren. Zum Beispiel, wenn Instrumente in einem kühlen oder sogar feuchten Raum gelagert werden und dann in ein beheiztes Klassenzimmer kommen. Alles, was Sie für die Reparatur brauchen, ist Holzleim. Zuerst müssen wir prüfen, welche Wände der Grund für das Rasseln sind. Dazu nehmen wir die Klangplatten ab und schlagen mit einem Schlägel leicht gegen die Wände. Sie sollten trocken klingen, so. Nicht rasselnd, wie diese hier. Wir schmieren neuen Holzleim in die Fugen der Wände, die rasseln. Rundum, an den Seiten und unten. Lieber etwas mehr auftragen. Später sieht man den Leim nicht mehr, wenn er getrocknet ist und die Klangplatten wieder aufgelegt sind. Jetzt muss der Leim trocknen. Wahrscheinlich ist eine Anleitung dazu auf Ihrer Leimflasche. Dann legen Sie die Klangplatten wieder auf und prüfen den Klang. Perfekt! Danke fürs Zuschauen. Sollten Sie weitere Fragen haben, gehen Sie zum FAQ-Bereich auf unserer Website oder schauen Sie nach weiteren Videos auf diesem Kanal. Wenn Ihre Fragen dort nicht beantwortet werden, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen über das Kontaktformular auf www.sonor.com.